Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Heute habe ich beim hier bei Starbound nicht so interessante Sache vor, aber für die Leute unter euch, die wirklich mal Geldmangel haben, könnte es auf jeden Fall interessant sein. Und vor ein oder zwei Folgen habt ihr vielleicht gesehen, ich hatte ein bisschen Pixelmangel und habe Kappa Bars in diese Refinery gegeben. Und einer davon, gerade mal schauen, dass ich hier einen einzeln bekomme, jawohl, nur mal zu Demonstrationszwecken, bringt mir 10 Pixel. Ist ja schon ganz okay, aber ihr wisst ja auch, dass Kupfer quasi die niedrigste, der niedrigste Rohstoff ist. Kann man nicht nur eine Sache da rausmachen? Halbiert der immer nur? Sieht irgendwie so aus. So, dann machen wir mal da ein bisschen Eisenerz rein. Müssen natürlich berücksichtigen, eben war es ein Kupferbarren, das heißt zwei Kupfer. Und jetzt haben wir ein Eisenerz rein und schauen einfach mal, was der bringt. Auch 10, also schon mal das Doppelte vom Kupfer. Dann der nächsthöhere Rohstoff wäre dann quasi Silber. Zack. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht hier mit dem, wenn man nur eins aus dem Stack haben will. Jetzt gucken wir mal, was Silber bringt. Ich vermute mal auch das Doppelte. Also müsste das jetzt 20, ja, nicht ganz. 15 Pixel bringt es aber. Das ist ja auch schon ganz okay. So, dann haben wir einen Silberbarren, der 30 bringt logischerweise. Dann schauen wir uns das Ganze mal noch mit Gold an. Klick. Bringt schon 25. Und da wir 60 Goldbarren haben, ein Goldbarren bringt dann 50, hätten wir da quasi schon, kurz überschlagen, 3000 Pixel. Und das ist doch schon einiges. So, der Vollständigkeit halber, das Ganze auch noch mit Platinum. 50. Okay, auch nicht verkehrt. Und wir haben sogar schon Diamanterz. Ist zwar wahrscheinlich ziemliche Verschwendung, aber wir werden sicher noch mehr finden und momentan brauchen wir es ja auch nicht. Gucken wir mal, was das bringt. 100 Pixel. Das ist doch schon einiges. Okay, dann werden wir jetzt mal anfangen, den Roboter zusammenzubauen. Fangen wir mit den Beinen an. Zack. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder 400 Pixel. Dann schauen wir mal, was wir hier so drin haben, dass wir entbehren können. Ah, Stahlbarren wäre vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Wie viel bringt der denn? Wenn es überhaupt geht. Ah nein, die sollen doch nicht dahin. Du Doofkopf. So, jetzt haben wir wieder einen Einzelnen da. Machen wir die dahin. Und zack. Okay, geht überhaupt gar nicht. Also den kann man nicht verfeinern. Dann machen wir einfach mal, ja, so 10, 15 Goldbarren können wir schon machen. Bringt jeweils 50. Der greift an, oder? Ja. Zack. 500, also das bringt schon ordentlich. Sollte, ja genau, nochmal für zwei Körperteile reichen. Nochmal zur Sicherheit gucken. Die Roboterbeine haben wir jetzt schon hergestellt. Dann geht es weiter mit dem Kopf. Einmal. Und dem Torso. Zweimal. Dann brauchen wir jetzt nochmal 450. Ja, 450 Pixel. Dann schauen wir mal, was können wir denn noch
ein bisschen hergeben. Hier, Silberohr 25. Kann man auch Orush machen. Das bringt zwar nicht so viel, aber wir brauchen auch nicht mehr die Welt. Ja, es reicht aber noch nicht. Das reicht, oder? Reicht es doch? Jetzt noch 105. Ja, doch, könnte... Doch, müsste reichen. Müsste reichen, jawohl. 450 haben wir. Super, alles klar. Tür zu, Affe tot. Quatsch. Zur Sicherheit nochmal schauen. Also, Arme haben wir, Kopf haben wir, Torso haben wir. Dann... Gut, hätten wir auch hier einfach gucken können beim Inaktiven, was uns noch fehlt. Roboterarme. Einmal. Und jetzt können wir einen inaktiven Roboter herstellen. Haben wir jetzt gemacht. Okay. Das ist im Endeffekt wieder so ein ja, Bossgegner oder wie man sie auch immer nennen will. Wie das Pinguin-UFO auch. Ich beam mich jetzt aber mal auf mein Schiff. Und beam mich nochmal runter. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt sterben würde, was hoffentlich natürlich nicht passiert, aber wenn ich sterben würde, würde das quasi heißen, wenn ich zu weit mich vom Roboter entferne, tut er quasi despawnen. Das ist natürlich dann ziemlich scheiße. Aus dem ganz einfachen Grund, der hat ziemlich viel gekostet. Also baue ich den jetzt einfach mal hier ein. Oh, jetzt haben wir keinen Dreck mehr. Na doch, wir haben noch einen Stack. So. Wenn ich den jetzt nämlich hier einbaue, kann ich quasi hier durch feuern. Und hoffentlich passiert mir dann nichts. Ach, der muss auch auf der Oberfläche sein. Dann müssen wir eventuell hier oben was freimachen. Und gleich quasi im Turbogang das Ganze zubauen. Nein, geht immer noch nicht. Oh, okay. Dann setzen wir den mal nochmal da rein. Und gucken, ob es jetzt geht. Nein, geht immer noch nicht. Warum? Ist doch an der Oberfläche. So. Puh. Geht immer noch nicht. Hm. Vielleicht wurde das Ganze auch einfach mit dem Patch behoben, dass man den nicht mehr einbauen kann. Jetzt geht's. So. Gut ist, dass meine Waffe ein bisschen Distanzschaden auch hat und ich jetzt auch noch vom Vogel angegriffen wird. Du kleine, oder auch von zweien, kleine Pissnelke da. Uiuiuiui. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so einfach, weil der doch schon ordentlich Schaden macht. Also da muss man wirklich aufpassen. Auch immer ein bisschen darauf gucken, was für Fähigkeiten der gerade verwendet. Komm, gut, gut. Ja. Wahrscheinlich auch ungefähr der einzige Roboter im ganzen Weltall, den man vergiften kann. Jawoll! Sehr schön. Hat doch gut geklappt. Jetzt haben wir einen Prozessor.
müssen wir nur noch mal nach Hause. Ja, jetzt musst du mich natürlich killen. Aber ist mir ganz egal. Den Prozessor habe ich auf jeden Fall sicher. Den kann mir jetzt momentan niemand mehr nehmen. Boah, Jungs. Der Planet hier ist echt schramm. Ich will gar nicht wissen, wie es auf Planeten mit Bedrohungsstufe 5 oder was ist das höchste? Ich glaube 5 ist das höchste. Aber da muss es hier dann richtig abgehen. Puh. Kurz mal hier durchschnaufen, verbinden. War klar. War so klar. Ah, Jungs. Warped Planet. Das ist echt gut, dass man nichts außer Pixeln verliert. Da ich ja jetzt momentan sowieso nicht so viel hatte, ist das Ganze nur halb so tragisch. Gehen wir lieber oben rum. Die sind freundlich, wenn ich sie nicht angreife. Zack. Oh, für 60 Pixel kann man schon mal was riskieren. Und nochmal. Nein! Das war aber wieder haarscharf. So, und ihr haut jetzt ab. Schnell zumachen. Puh, gut, angekommen. Stopp, das ist die falsche Workbench. Machen wir gerade mal noch mal den Dreck hier unten rein. So, einmal das, die Hacke oben rein und dann gehen wir zur Metal Workbench und da sollte es uns möglich sein, wenn ich ihn finde, diesen Table, Robot Table oder wie er heißt, herzustellen. Robotic Crafting Table. Da fehlen uns natürlich wieder Pixel und ein Wooden Crafting Table. Gut, den können wir einfach so herstellen. Zack. Und die Pixel werden wir jetzt auch noch zu bekommen wissen. Das sind 300. Die können wir uns ja zusammen hier verfeinern. Hier ein bisschen Gold. Das sind schon fast 100. Und vielleicht noch ein bisschen Eisen, Silber. Das bringt auch noch mal ein bisschen was. Aber es langt noch nicht ganz. Noch ein bisschen hiervon. Oh, vielleicht die Hälfte. Die Hälfte, das langt. So. Das muss aber jetzt reichen. Zack, das reicht auch schon. So. War doch, glaube ich, 600, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mal nochmal hier schauen. Müsste jetzt eigentlich grün sein. Jawohl. Alles grün. Das ist immer noch das. Und dann stellen wir den her. Okay. Wo ist er? Da ist er. Können wir noch... können wir nicht mehr hier oben drauf stapeln. Da auch nicht. Puh. Ich glaube, dann müssen wir uns hier noch eine Etage drauf bauen. Tun wir mal die Technik umwandeln, damit wir aufs Dach kommen. Der kommt dann auch weg, logischerweise. Bin gespannt, ob sie das auch noch abändern, dass man das mit der Axt abbaut, weil
ist ja Holz. Also eigentlich sollte man da nicht mit der Spitzhacke ran. So, wie viel waren das? Ich glaube 12 Bodenplattformen brauche ich dafür. Oh, oh, jetzt werde ich angegriffen. Das ist schlechtes Timing. Schnell nochmal hier oben zubauen. Wo sind die Plattformen? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Bin ich blind? Sind sie hier? Ah, hier sind die jetzt. Okay. Oh, das hat aber quasi hinten und vorne nicht gereicht. Machen wir uns nochmal 8. Das müsste aber eigentlich hingehen. So, jawohl. Also 20 brauche ich für eine komplette Länge. Und dann Wood Planks. Haben wir auch nicht mehr die Welt. Haben wir noch Holz? Auch nicht mehr so viel, aber es muss mal reichen, um das provisorisch hier hochzuziehen. Naja, muss ja immer. Okay. So, andere Seite auch. Ist das hier die gleiche Höhe? Ja. Gut. Muss ja alles immer symmetrisch aussehen. Zack, zack. So. Dann könnten wir jetzt nachher auch hier noch so eine Zwischenebene reinziehen und einen kleinen, ja. Wie nennt sich das? Einen Speicher erstellen. Aber gut, jetzt erstmal das Wichtige, und zwar dieser Robotic Crafting Table. Ja, ihr seht, hier haben wir jetzt auch die Arme vom Roboter noch dran. Und dann schauen wir uns mal an, was wir da herstellen können. Zum einen können wir eine verbesserte Karte herstellen, die es uns ermöglicht, in den Gamma-Sektor zu fliegen. Dann können wir anscheinend Pixel einlagern, was natürlich vor allem jetzt, wo die Sachen dann teurer werden, ich meine, allein schon die Sternenkarte kostet 750 Pixel, ist es nicht verkehrt, wenn man Pixel einlagern kann. Kann man die, denke ich mal, in Tausender oder so zusammenpressen und dann am besten auf dem Schiff einlagern. Das ist alles nicht neu, das ist auch nicht neu. Theoretisch, der ist auch nicht neu. Theoretisch gesehen könnten wir jetzt unten den Crafting Table auch abbauen. Was haben wir hier noch? Unlocks the ability to craft small high-tech items on the fly. Ah, da können wir wahrscheinlich die Sachen, die wir oben gescannt haben, unterwegs herstellen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber sonst ist eigentlich nicht so viel Neues hier dabei. Nö. Ist dieser Support? Ach, das sind diese Querstreben, okay. Stone Furnace, Zaun, ja, sonst ist eigentlich im Moment hier nichts Neues dabei. Dann bauen wir nämlich den Crafting Table hier ab, der darüber wird dann wahrscheinlich auch mit kaputt gehen, jawohl. Stellen wir den Kochtisch wieder hier hin. Gibt's hier jetzt irgendwas Neues? Nein, das kennen wir alles schon. Nichts Neues, nichts Neues. Ist das eine neue Rüstung? Ne, das ist die Kupferrüstung. Das ist die Stahlrüstung, die ich jetzt quasi trage. Nee, alles beim Alten. Ja, hier können wir uns jetzt Klamotten herstellen. Oh, ich finde eigentlich mit Rüstung sieht es besser aus.
Hier hinten war doch auch noch irgendwo ein Wäldchen. Ich würde eigentlich noch gerne das... Ah ja, die haben wir ja getauscht, die Technik. Ich würde eigentlich noch gerne das Haus jetzt fertig machen. Ja, hier war's. Das ist ja schnell gemacht. Ein paar Bäume hier gefällt. Den auch noch. Na, warum fällt der in die Richtung? Naja. Und dann pflanzen wir auch direkt neue an, natürlich. Denn wir werden sicherlich bald wieder neues Holz brauchen. Einmal, zweimal, dreimal. Was passiert, wenn man zwei direkt nebeneinander setzt? Müssen wir mal ausprobieren. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil von Minecraft zum Beispiel kennt man es ja so, wenn man ganz viele Bäume direkt nebeneinander setzt, dann wächst da ja ein großer Baum. So, dann können wir die Refinery aber auch mal hier reinholen. Da oben haben wir jetzt noch Platz, haben wir quasi hier oben eine Hightech ja so rum, eine Hightech Etage. So, dann machen wir uns Holzbretter aus dem ganzen Holz. 144 Stück. Das sollte normalerweise für die obere Etage hier reichen. So. Wir müssen ja eigentlich nur noch den Hintergrund auffüllen. Bin gespannt, ob da später auch noch Füllwerkzeuge irgendwie eingesetzt werden. Sudalü. Dann ist das Haus ja jetzt fertig. Das machen wir in unseren Rucksack. Hängen wir noch die wunderschönen Girlanden nochmal auf. So und so. Ja, und Schlitten haben wir jetzt natürlich keinen Platz mehr dafür. Aber das ist ja nicht schlimm. Okay. Dann ab ins Heierbettchen. Und damit verabschiede ich mich hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Oder auch zwei. Ah, nee, geht ja nicht. Verbesserungsvorschläge oder Lobhymnen. Ganz egal, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bei Fragen versuche ich natürlich gerne auch euch zu helfen oder zu unterstützen, euch an die richtige Adresse weiterzuleiten. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüssi.